Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer und FIFA-Zocker da draußen. Ich bin Basti und das ist mein Team of the Year Pack Opening. Es ist endlich soweit, alle Spieler sind gerade am Start. Ich habe leider schon ein kleines Video angefangen, wo nur die Angreifer da waren, weil ich nicht wusste, ob ich das zeitlich schaffe. Deswegen wird es im Video so einen kleinen Cut geben, wo ihr dann seht, oh, das ist eigentlich einen Tag vorher aufgenommen worden. Aber ich fange jetzt einfach an, habe mir noch ein paar Points dazu gekauft. Und ja, davon werden wir jetzt noch ein paar Packs aufmachen. Ich fange jetzt erstmal mit diesen Goldsets an, die ich normalerweise immer kostenlos bekommen habe. Und dann ziehen wir die anderen größeren Packs. Ich will zwei 50.000er ziehen, nicht 100er, sondern zwei 50.000er. Mal gucken, ob das was bringt. Wir werden sehen. Viel Spaß jetzt. So, Goldpack Nummer 1, bitte. Bring mir vielleicht, da kann alles schon drin sein. Da kann schon alles drin sein. Zum Beispiel kein seltener Spieler hier. Ein 80er brasilianischer Torwart für den Müll. Und ansonsten sehen wir hier, ja, das französische Trikot. Spannung. Nächstes Standard-Goldpack. Komm, komm, Baby. Hier, ja, nee, ja, nee. Nee, auch da ist nichts Gutes drin. Aber hier ein seltener, ne? Ja, ist ganz toll. Werde ich auch abstoßen können. Im Endeffekt ist ja sonst noch irgendwas hier was Schönes. LM zu LF. Ich glaube, das ist nichts wert. So, Kinder, jetzt wird's spannend. Jetzt geht die Kohle richtig flöten und ich mache so ein 1000er Pack auf oder 50.000er Pack. Da sind 12 Spieler drin, 12 selten und alle unter 80 oder sowas. Dempsey mit 81, der beste. Klin auch noch am Start. Aber ansonsten nicht wirklich. Was? Der ist. Nee, ja. Nee. Bendtner. Das ist auch. Ja, das ist das Highlight. Das war nix. Das nächste 50er Pack Opening hier am Start. Es kommt nachher noch ein 100.000er Pack. Pepe, alter Leute, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Hier, so ein Bale wäre cool gewesen, aber der ist zurzeit sogar in Form, ja. Williams, alter, Dembele, alter. Hier schon wieder den gezogen, ja, die eben schon mal drin im Pack. Arnautovic, alles nix wert. Nichts wert, ey. Ach du Scheiße. Crouch. Crouch, der kann auf die Couch. Der war. So, als nächstes gibt es dreimal dieses Pack hier, ein 25.000er Pack, 350 Points habe ich mir so überlegt, dann bin ich bei 0 mit meinen Points und ja, aber ich werde, es geht ja dann noch weiter mit meinem letzten Video, was ich noch so hinten dran hänge und mal gucken, was da jetzt nur so kommt, ne, ja, ja, Tevez. Ich weiß nicht, was der wert ist, aber es ist Tevez, da muss ich später nochmal schauen. Das ist auf jeden Fall ein guter Stürmer, leider in einer Liga, die ich jetzt nicht wirklich so spiele. Und ansonsten ist ja hier auch wieder nur Crap drin. Aber wie gesagt, guck mal, es ist ein 86er. Komm, ich muss jetzt einmal ganz kurz gucken, was der so aktuell wert ist. Naja, irgendwas so um die 10.000 oder so. Ja. Das nächste Pack geht jetzt auf und mal gucken, ob wir Tevez noch ein bisschen steigern können. 35.000 Münzen kostet so ein Pack normalerweise und wir haben Nasri hier drin. Nasri und, ja toll, Zaza, wie auch immer der ausgesprochen wird. Nasri, ja okay, brauche ich nicht gucken. Dann haben, hier, Abraham von Frankfurt auch noch am Start. Eigentlich kann man sich nur drüber lustig machen, was hier alles nicht in den Packs drin ist. Gute Spieler. Ja, eins geht noch rein und jetzt haben wir ZOM Rosicky am Start. 80 ist der Beste hier in dem Pack. Schickes Bild, sieht aus hier wie Slash, falls ihr Slash überhaupt kennt. Sanchez, ZDM, ja, hier ein seltener Torwart und eine seltene silberne Karte. Ja, dann gehen wir jetzt gleich zum 100er K-Pack, glaube ich. Mal schauen, viel Spaß und ja. So, das 100.000er Pack geht jetzt auf, 24 Spieler, alle selten. Und ich möchte hier, Lewandowski habe ich dabei, aber kein Team of the Year oder was weiß ich dabei. Lewandowski ist drin, das ist doch schon mal wertig. Die Maria auch, nicht schlecht, die Maria und Lewandowski drin. Ich weiß nicht, was genau die jetzt wert sind. Aktuell sind sie ja alle weniger wert als normal wegen Team of the Year. Aber, ja, okay, der Rest ist, glaube ich, okay soweit. Ist jetzt nichts Wildes dabei. Eto'o haben wir auch mit dabei. Basta. Olsen. Boateng, der gute Alte. Jetzt von AC Milan. Auch interessant. Stimmt, der ist ja jetzt dahin gegangen. Und, ja, hier sieht man, dass da nichts Dolles mehr dabei ist. Ist Sau. Und ein Spieler habe ich doppelt. Perez und Ciani. Und das war's jetzt erstmal für das Pack.
Ja, jetzt kommt das nächste Pack. Das ist hier das 35.000 oder 700 Points Pack. Werde ich für 700 Points natürlich jetzt aufmachen. Die Maria ist, glaube ich, so um die 30.000 aktuell wert. Da kann man nicht meckern. Und hier haben wir jetzt Xabi Alonso als Besten dabei. Und Falcao. Der ist auch nicht mehr wirklich viel wert. Der war mal früher viel mehr wert, aber jetzt natürlich wieder nichts mehr. Und dann sehen wir hier, ja, so Standardgram. Ja, kann man, ein paar Sachen kann man von verkaufen. Ne, wenn sowas mal selten dann verschwendet wird, dann ärgert man sich jedes Mal. Aber ja, das war das Pack. Und viel mehr würde jetzt auch nicht mehr kommen. Ja, und da meine Münzen jetzt langsam leider zu Neige gehen, werde ich jetzt noch zwei von diesen Premium-Gold-Sets aufmachen. Zweimal hier nichts als Spieler, 12 Spieler, davon 3 seltene und mindestens 10 Gold. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ich meine, auch in so einem Pack kann ein Team-of-the-Year-Spieler drin sein. Ja, oder halt auch Klaas-Jan Hüntela und Ibora. Ja, das war's mit dem Pack. Hier ist jetzt auch kein Geheim. Oder, warte mal, Tempo 90, da kann man nochmal gucken, was der wert ist, aber ansonsten nichts Besonderes, leider. Ich bin mal wieder maßlos enttäuscht. Jetzt kommen wir jetzt schon zum letzten Pack, damit geht mein Video auch schon dem Ende entgegen und bitte, bitte, bitte was Gutes. Noch nicht mal ein seltener, was ist denn das? 81 ist der stärkste Spieler. Wollt ihr mich verarschen, EA? Meine Herren, das ist ja nicht mehr feierlich hier. Was ist das denn hier? Luan, ja, ja, ja. Ich muss mal eine brasilianische Mannschaft mir bauen. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Und eine irische kann man ja sich auch schon mal bauen für hier St. Patrick's Day. Der ist auch wieder bald, oder? Ja, ich würde sagen, das war bis auf das erste Pack. Ich meine, das hat ja auch 100.000 gekostet. Hat auch annähernd seinen Preis wieder reinbekommen, würde ich jetzt mal grob schätzen. Hat sich das Ganze mal wieder nicht gelohnt. Kein Team of the Year dabei. Mehr Packs gibt es jetzt erstmal bei mir nicht. Und bedanke mich trotzdem bei euch fürs Zuschauen. Hattet ihr denn mehr Glück? Habt ihr ein Team of the Year gezogen? Und wenn ja, seid ganz ehrlich. Schreibt mal in die Kommentare rein. Seid ehrlich? Wie viele Packs habt ihr ausgegeben? Wie viele Packs habt ihr gekauft? Wie viele Points habt ihr ausgegeben? Könnt ihr mal gerne rein. Mich würde mal interessieren. Vielleicht ist ja der eine oder andere bei, der da wirklich, ich ziehe einmal im Monat ein Pack oder so und da war da was dabei. Würde mich mal interessieren, schreibt es mal rein in die Kommentare. Oder habt ihr 1000 Euro investiert und dann tatsächlich mal eingezogen? Ja, das kann natürlich dann bei so viel Investitionen auch klappen mal. Also bei mir hat es leider nicht geklappt. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bald gibt es auch wieder Food Draft. Macht's gut, bis dann, euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.